Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Es folgt jetzt das Wort zum Sonntag. Kleiner Spaß, als ich gerade so den Impuls hatte, hier live zu gehen und was mit dir zu teilen, fingen die Kirchenglocken hier an zu läuten. Wir sind nicht. Deshalb, es folgt das Wort zum Sonntag jetzt. Worüber möchte ich mit dir reden heute? Ich habe vorgestern mit einem lieben Kollegen gesprochen und wir haben da so ein paar Termine abgestimmt. Und er fragte mich, wir müssen uns jetzt danach richten, wann du denn überhaupt hier im Saarland bist. Hallo, liebe Julia, guten Morgen. Und ich sagte, naja, da können wir uns jetzt immer danach richten, weil wir sind ja jetzt doch recht viel unterwegs. Lass uns einfach die Termine abmachen, wie es passt. Und er fragt mich dann, warum bist du denn so viel unterwegs? Hast du nebenbei noch ein Reisebüro gegründet? So nach dem Motto. Und darüber habe ich gerade so nachgedacht. Hallo, liebe Petra. Warum wir so viel unterwegs sind? Schau mal, wenn wir das Licht der Welt erblicken, als kleine Kinder wollen wir doch alles entdecken, in unserer Umgebung entdecken. Wir stehen morgens mit großen Augen auf, voller Neugierde und Freude, was der neue Tag uns bringt. Wir hocken im Sandkasten und bauen die tollsten Burgen, spielen mit unseren Glasmurmeln oder was auch immer. Also wir wollen immer Neues entdecken, wollen unterwegs sein. Und dann, im Kindergarten ist das Entdeckersein und Kreativsein noch recht erlaubt. Aber sobald wir dann dem Schulsystem ausgesetzt sind, ist Schluss mit Entdecken und Kreativsein, dann sind wir im System drin. Und dann haben wir gelernt, man hat uns beigebracht, uns diesem Schemata zu beugen und uns ja in dieses System reinzupressen. Und wenn wir dann die Schule verlassen, dann erachten wir es als normal, weil da schon so viele Schleier über uns sind. Dann erachten wir es als normal, dass das so sein muss, dass ich mir jetzt einen Beruf aussuche, mit dem ich mich arrangieren kann, um Geld zu verdienen. Keine Ahnung, Familie gründe oder was auch immer da so im Bewusstsein ist. Und wir hören auf, uns zu erlauben, zu träumen. Und wir unterdrücken auch den Wunsch, weiteres zu entdecken, Neues zu entdecken, die Welt zu entdecken, schöne Orte zu besuchen. Die meisten Menschen, mit denen ich spreche, das sind nur, also mir fällt eigentlich gerade überhaupt niemand ein. Wenn ich frage, wie schaut es denn aus? Würdest du gerne noch reisen? Würdest du gerne dir noch schöne Orte auf der Welt anschauen? Es gibt eigentlich wirklich kaum jemanden, mir fällt gerade keiner ein, der mir sagt, nee, ich will nur an diesem einen Ort bleiben, wo ich gerade bin. Also die meisten wollen mehr oder weniger, es will nicht jeder jetzt, keine Ahnung, nach Asien reisen oder in die USA oder wohin auch immer. Viele sagen natürlich auch hier Deutschland, Österreich, Schweiz im Umfeld, da noch das ein oder andere sich anzuschauen, wäre auch schön. Aber der Wunsch, der tiefe innere Wunsch, sich die Welt noch anzuschauen, verschiedene schöne Orte zu besuchen, bevor wir dann wieder gehen, die andere Seite, die ist bei allen eigentlich da. Wir erlauben uns das nur nicht. Und das ist etwas, wo ich meinem, nenne es jetzt inneres Kind, kleines Kind, erlaube jetzt, dass es die Welt jetzt noch entdecken darf, dass es unterwegs sein darf und dass es sich dort aufhalten darf, wo es ihm, wenn ich jetzt von ihm spreche, meine ich mein Kind inklusive der Familie, wo es uns einfach gerade gefällt. Und das sind so unterdrückte Wünsche, wo wir uns einfach nicht mehr erlauben, weil wir so im System drin sind, die zu leben. Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, ich habe gerade gestern noch mit einer gesprochen, da ging es auch darum,
das Thema Beruf und Seelenberuf. In dem Wörtchen Beruf, da steckt ja das Wort Ruf drin. Eigentlich sollte es heißen, dem Ruf der Seele folgen. Aber wir haben diesem Wort Beruf eine andere Bedeutung im Laufe der Jahre beigemessen, nämlich sich mit etwas zu arrangieren, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und um Geld zu verdienen. Und im Übrigen, wir sind rein von unserer Anlage her, auch nicht nur, dass das kleine Kind in uns eigentlich immer noch die Welt entdecken möchte, aber wir sind auch rein von unserer Anlage her eigentlich immer noch Weltentdecker, Jäger und Sammler. Da liegt eigentlich immer noch unser Ursprung. Wir haben nur in unserer inzwischen zivilisierten Welt natürlich viele Annehmlichkeiten. Und es möchte auch niemand mehr so als Jäger und Sammler unterwegs sein, auch ich nicht. Und das darf man natürlich auch annehmen, diese Annehmlichkeiten, die wir inzwischen haben. Aber dennoch darf man so auch diesem natürlichen Gehen, diesem natürlichen Wunsch, Neues zu entdecken, auch noch nachgehen. Und auf die Frau zurückzukommen, mit der ich gestern oder vorgestern gesprochen hatte, da ging es einfach darum, dass sie die Idee hatte, in einem Network-Marketing-Unternehmen da auch ganz frei zu arbeiten. Und da wird einem ja auch viel aufgezeigt, wie viel Geld man verdienen kann. Ich kenne einige Network-Marketing-Unternehmen. Mein Mann und ich, wir waren vor vielen Jahren auch schon mit einem Network-Marketing-Unternehmen unterwegs, recht erfolgreich. Wir waren auch auf der Welt unterwegs. Wir hatten zwei schwarze Daimler, zwei Firmenwagen vor der Tür stehen. Es war eine interessante Zeit. Und letzten Endes teilt man sich dann natürlich auch seine Zeit selbst ein und hat keine Vorgaben, was man zu tun oder zu machen hat. Man ist ja schon sein eigener Chef. Aber man verfolgt nicht wirklich das, was hier im Herzen ist. Man arrangiert sich, liebe Gabriele, wunderschönen guten Morgen. Man arrangiert sich. Natürlich geht es darum, dass man auch zumindest hinter den Produkten steht, die dieses Unternehmen dann einfach verkauft. Aber wenn der Unternehmenschef die gelbe Fahne hisst, dann haben wir die Möglichkeit, mit der gelben Fahne mitzuschwenken. Und wenn die rosa Fahne gehisst ist, dann haben wir die Möglichkeit, mit der rosa Fahne mitzuschwenken oder eben zu gehen. Und das ist das, was ich damit meine, dass das dann einfach nicht zu 100% dem eigenen Seelenberuf, der eigenen Berufung entspricht. Der eigenen Berufung zu entsprechen, geht nur, indem wir, ich, du, unabdingbar, ausnahmslos die Sachen machen, die wirklich hier in unserem Herzen drin sind, die unserer Seele entsprechen und so dem Ruf der Seele folgen. Das heißt ja nicht, wenn man ein Unternehmen, Network-Marketing-Unternehmen, egal was es jetzt ist, die Produkte gut findet, dass man das eben ja auch empfehlen kann, das mache ich ja auch. Aber jetzt ohne irgendwie da eine Struktur oder was aufzubauen, also das mache ich nicht mehr. Ich gebe da gerne Empfehlungen weiter von Produkten, wenn ich sowas gefragt werde, aber ansonsten ohne irgendwelche Organisation aufzubauen. Liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen. Und diesen Seelenberuf zu leben, also wirklich dem Ruf deiner Seele zu folgen, den heimlichen Wunsch, noch vieles auf dieser Welt zu entdecken oder das ein oder andere zu entdecken und unterwegs zu sein, ganz so die Orte zu besuchen, wie du es wirklich möchtest, das funktioniert ganz, ganz schlecht, wenn du nebenbei oder wenn du überhaupt einem Beruf nachgehst, wo du nur Monat für Monat Summe X auf dein Konto bekommst. Und das ist so der Mainstream, 2.000, 3.000 Euro, vielleicht auch noch 4, mehr ist ja da nicht drin. Das funktioniert schlecht, zum einen aus finanziellen Gründen, zum anderen auch,
weil du ja nur, ich sag mal, 30 Tage Urlaub im Jahr dann hast und mit diesen 30 Tagen dann eben auch dich arrangieren musst. Das heißt, egal wie schön wir uns unseren Beruf, ich habe mir meinen Beruf im öffentlichen Dienst ja auch, wo ich 30 Jahre war, viele, viele Jahre schön geredet und habe mir gesagt, okay, da draußen gibt es so viele, die wären froh, wenn sie meine Stelle hätten und solche Dinge. Und ich überarbeite mich hier nicht und. Also ich habe viele Gründe gefunden, warum ich morgens ganz früh aufstehe, mich in den Berufsverkehr begebe und da am Schreibtisch hocke, auch wenn insgeheim mein Herz mich fragt, was machst du hier eigentlich? Aber ich habe es mir viele Jahre schön geredet. Und so arrangieren wir uns mit unserem Leben. Aber eigentlich in uns drin möchten wir unsere Kreativität leben, möchten die Welt entdecken, möchten schöne Orte noch besuchen, möchten ein Beitrag sein für andere, möchten auch ein Beitrag für die Welt sein, vielleicht auch Projekte unterstützen, gerade in unserer jetzigen Zivilisation, unserem jetzigen fortgeschrittenen Zeitalter gibt es so viele Dinge, wo eigentlich nochmal ein Rückschritt, sprich, wo die Mutter Erde auch ganz viel Unterstützung braucht, um sie weniger zu belasten mit verschiedenen Dingen, Projekte da zu unterstützen, dass Technologien, die durchaus da sind, die umweltschonend sind, eine Chance haben, dass sie wirklich auch an den Markt kommen und solche Dinge. Und das funktioniert einfach nur so, wenn du dein eigenes Ding machst. Wenn du dich auf den Weg machst und ab einem gewissen Tag, hallo lieber Adelind, ab einem gewissen Tag, Tag X, wirklich nur noch das machst, was dir am Herzen liegt, was dein Ding ist. Und deinen Weg so gehst, deinen eigenen Weg, dem Ruf deiner Seele folgst. Und ja dann, ich nenne es ja manchmal auch gerne ein Leben im Dauerurlaub, erschaffst. Das Gehirn, der Denker, der sagt dann natürlich gleich, wie sollte das funktionieren, wenn das so einfach wäre, würden es ja alle machen oder so. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir so vieles einfach übergestülpt bekommen haben und dass wir so vieles außerhalb unserer Komfortzone, außerhalb unseres Tellerrandes nicht für möglich halten. Aber schau mal, es gibt doch so viele Menschen da draußen, ich bin ja da nicht die Einzige, die das auch leben. Warum soll das nicht für dich möglich sein? Du brauchst natürlich die Anleitung dazu, du brauchst das Navigationssystem, dass du nicht die nächsten 30 Jahre noch rumdümpelst, sondern dass du auf dem kürzesten Weg, im Zeitrahmen von einem Jahr oder so, auch dahin kommst, wo du hinkommen möchtest. Und jetzt lausch mal in dich hinein, was macht das mit dir? Willst du wirklich nur an diesem einen Ort, wo du gerade bist, bis zu dem Zeitpunkt, wo du deinen Körper verlässt, sein? Und lebst du wirklich oder zu wie viel Prozent lebst du wirklich das, was deinem Seelenberuf entspricht? Und zu wie viel Prozent arrangierst du dich? Und wenn du da ganz ehrlich zu dir bist und jetzt feststellst, da gibt es schon noch Bereiche, wo ich mich ganz viel arrangiere, wo ich ganz vieles über mich stülpen lasse, wo ich morgens aus dem Bett aufstehe und denke, oh, was für ein Tag heute schon wieder, irgendwie muss ich wieder funktionieren. Auch du kannst deinen Weg gehen, du darfst nur eine Entscheidung treffen, du darfst dich nur auf den Weg machen und einige, die jetzt hier live dabei sind, die sind ja auch schon auf dem Weg. Ganz großartige Entscheidung und jeder von euch, auch wenn du hier jetzt zuschaust und merkst jetzt gerade, hey, da gibt es doch so vieles in mir, was noch nicht meiner Seele, meinem Herzen entspricht. Du kannst das jederzeit ändern. Du kannst dir jederzeit die Anleitung holen, dich an der Hand nehmen lassen
von mir, von wem auch immer, egal, das ist jetzt völlig wurscht, sag ich mal, von wem du dich da an der Hand nehmen lässt. Aber sobald du dir zeigen lässt, sobald du als erstes eine Entscheidung triffst und dir zeigen lässt, wie es auch anders gehen kann. Hallo lieber Ingo, guten Morgen. Dann ist alles auch für dich möglich. Es steht bitte nirgendwo geschrieben, dass auch du dir nicht dein ideales Leben erschaffen kannst. Dass auch du nicht in den Dauerurlaub dich begeben kannst. Was meine ich mit Dauerurlaub? Heißt das, dass ich überhaupt nicht arbeite oder dass du dann überhaupt nicht mehr arbeitest? Ich sehe dieses Arbeiten ein bisschen unter einem anderen Aspekt. Als ich die Kündigung eingereicht hatte im öffentlichen Dienst, habe ich gesagt, ich höre auf zu arbeiten, ich beginne jetzt zu wirken. Das meine ich mit Dauerurlaub und mit Wirken, das meine ich auch mit Selbstverwirklichung. Ich wirke und das kannst du auch. Und dann empfindest du die Dinge, die du tagsüber machst, ja nicht als Arbeit. Wenn du die Dinge machst, die dir wirklich am Herzen liegen, was auch immer das ist, wenn du dem Ruf deiner Seele folgst, deinen Seelenberuf entdeckst und diesen kreierst, und dazu brauchst du halt einfach eine Anleitung und Hilfe, weil das haben wir ja nirgendwo gelernt, das hat uns ja niemand beigebracht, dann hast du nie wieder das Gefühl, du arbeitest, weil du wirkst. Das ist Selbstverwirklichung. Das ist mit Dauerurlaub gemeint. Denn letzten Endes will es auch niemand von uns den ganzen Tag irgendwo nur auf der Couch hocken oder am Strand liegen oder im Wald unterwegs sein und gar nichts machen, also überhaupt nichts machen. Das will letzten Endes auch niemand von uns. Wir wollen alle eine Aufgabe haben. Warum? Wir sind ja mit einer Aufgabe hierher gekommen. Und diese wollen wir doch letzten Endes auch leben und verwirklichen. Okay, also ganz egal, wo du jetzt gerade stehst, auch für dich ist alles, alles möglich. Erlaube dir wieder, in dich hineinzulauschen, erlaube dir wieder, deine Träume auszupacken, erlaube dir auch mal wieder, dir zu überlegen, was du denn eigentlich am liebsten machen würdest, wie dein idealer Tag denn wirklich ausschauen würde. Was da so in dir drin ist, erlaub dir das mal wieder und bestenfalls schreibst du es dir auch auf, damit du es schriftlich hast. Und dann, der Weg ist das Ziel. Dann ist auch für dich alles möglich. Dann kannst du ab sofort, noch ab heute beginnen, dir dein Traumleben zu erschaffen, dein ideales Leben, so wie es zu dir und zu deiner Familie passt. Okay? Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag. Ganz, ganz liebe Grüße. Bis ganz bald. Tschüss.